So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Singleplayer. Wir spielen jetzt hier weiter. Wir haben in der letzten Mission leider nicht geschafft, durchzukommen. Und wir müssen jetzt das Ganze nochmal wiederholen. Und die ganzen Panzer zerstören. Die, wie man das letzte Mal schon gesehen hat, es auch ganz schön in sich haben. Also ganz so einfach ist das Ganze auch nicht. So. Oh, von hinten. Können wir die nicht einfach rauslassen irgendwie? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich... Ach, ja, wir müssen hier lang, okay. Da ist auch noch ein Panzer. So, den kriegen wir natürlich auch noch. Wir sind kampfunfähig, verdammt. So. Oh, wir haben die Mission in Bronze schon mal fertig. Komm schon. Und wir haben für die Singleplayer-Kampagne die SAR 21. Für den Multiplayer habe ich die übrigens schon. Nach der Kampagne werde ich dann auch noch nebenbei Battlefield 4 Let's Play starten. Für den Multiplayer. Und dann werde ich da, denke ich mal, die Modus einzeln zeigen. Ja. Also die einzelnen Modus und die Karten für die, die vielleicht selber kein Battlefield 4 haben. Und da ist es doch sicher schön, wenn man da mal den Singleplayer, den Multiplayer auch noch gezeigt bekommt. Und das möchte ich da machen. So. So, okay, keine. Die sind eliminiert. So, dann gehen wir jetzt mal langsam vor. Es kann losgehen. Mann, ich fliehe meinen Arsch. Da ist die Brücke. Wir sind nur noch zu viert. Wir sollten los. Das ist aber nirgendwo Deckung. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen bessere Fahrt. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beeilen. Das gefällt mir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine. So, ich muss eben gucken. Wir haben die Mission ausführlich mit Garrett. Moment, ich sag's gleich. Er war sich des Risikos bewusst. Nein, du hast das besprochen. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich habe kein Problem mit Frauen, aber ich habe eins mit Lügnern. Jetzt hört auf. Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Hilf mir mal, Wrecker. Natürlich. Ich musste eben gucken, ob ich überhaupt den Sound aufgenommen habe. Okay, das hören wir. Weil ich hatte vorher ein Gameplay aufgenommen und da habe ich meinen Sound nicht aktiviert, aber funktioniert wieder. Okay. Dann gehe ich mal vor. Dem Pack ist es ganz schön kalt, also würde ich mal sagen, wir beeilen uns. Ich mach den... Hoppala. Habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Oder stürzt gerade mein Spiel ab? Nein. Hallo? Hä? What the fuck? Ey, du verarschst mich jetzt, oder? Hä? What the fuck? Ich habe auf ESC gedrückt, um Option einzugehen und nicht hier. Ah, okay. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was es gerade war. Eigentlich habe ich ja. Okay, das müssen wir uns schön anschauen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder bei der einen Mission weitermachen, wieder mit den Panzern. Ernster Lage bewusst, Cap. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie ins Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere... So, überspringen wir das. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder... Okay, nein, das müssen wir nicht. Oder? Nein. Ja, ich wollte eigentlich Sound einstellen, dann mache ich das jetzt nicht. Dann ist es leider ein bisschen leiser. Okay. Muss ich das nachher machen. Hinter die Autos. Oh, der Wind wird immer stärker. Das gefällt mir gar nicht gut.
sollten uns auf jeden Fall beeilen, bevor der Wind stärker wird. Oh nein. Das sollten wir wirklich sehr schnell, sonst fliegen wir gleich in Richtung Heimat. Oder in Richtung Gegner. Achtung, der Mist! Er steckt fest! Okay. Wir holen dich raus. Hilf mir mit dem Ding. Ich versuch's. Verdammte Brücke, sieh! Okay, Steffen, dein Arm ist frei. Kontakt! Ein Ziel auf die Weg! Okay, verdammt. Ziel am Boden! Gut! Okay! Okay, zurück zum Wagen. Back, schlag das Fenster ein. Hanna, überprüf die Handbremse. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wir haben gleich. Oh, verdammt. Puh, okay. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Schieb! Gib mir einfach deine Hand. Das muss doch gehen, wieso klappt das nicht? Hängt der irgendwo fest? Der Gurt, er hängt den Gurt fest. Dann los. Oh nein. Ein Riesenscheiß. Halt sie durch. Halt ihn 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 durch. Oh. Oh, verdammt. Komm schon, bitte. Ich hab dich runter. Scheiße, war so arschkalt. Ist man okay? Oh, Scheiße, dieser verlauste elende Sohn einer. Oh, ich wollte jetzt hier mal mit Rex aufbauen, aber ich finde die Rex hier in Battlefield 4 nicht so ganz so gut. Naja. Dann öffnen wir mal die Türen und gehen hier rein. Wo es hoffentlich etwas wärmer ist. Erreiche das Flugschild. Flugfeld. Okay, Pack. Was jetzt? Du bist nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen. Nein, nein. Wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay, Koordinaten bestätigen. Signalpistole abfeuern und verschwinden. Schaffen wir. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Irish und Wrecker schon ewig. Genau wie Dan. Er war der Squadleader. Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Was ist mit Dan? Den hat das Meer geholt. Ich. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Da kannst du ja auch nichts dafür. So. Gucken, was uns hier oben mal wartet oder überrascht. Ein Waffenlager, das ist definitiv sehr gut. Da fragen wir mal eine Claimer rein. Und hier packen wir unsere erst freigeschaltete SAR rein. Und hier packen wir unsere... Ich packe jetzt mal... Nee, die UMP. Ich weiß nicht. Die packen wir da rein. So. Okay, anscheinend sollen wir schießen.
Dieses Mal habe ich sogar die Schießerei mal nicht angefangen. Und zwar unser Pack. Da kann ich mich jetzt heute schön fein rausreden. So. Oh, verdammt. Puh. Was? Was? Die Schlawiner haben mich von hinten getötet, oder was? Was? Oh je. Das kann ja noch heiter werden. Na dann. Ah. Oh Gott. Damit schnell in Deckung. So. Okay, wir müssen hier einzeln nachladen. Das ist blöd. Wow. Ich glaube, diese Waffe ist für mich nur den Tod. Aber ich setze hier mal eine Claymore hin. Genauso wie hier. Wahrscheinlich hat die Claymore jetzt... Oh, nice. Die Claymore hat mir gerade geholfen. Ich finde diese Fäden eigentlich ganz geil. So. Weg? Ja, ist er. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen uns ja auch beeilen. Ich weiß ja auch nicht, ob die Gegner lange auf uns warten oder was sie machen. So. Was denkst du? Wir sind in der Nähe eines Haupthangars, oder? Du hast ja nicht das verdammte Kommando, Herr. Was ist dein Problem, Irish? Kommt schon, Leute, hier lang. Es tut mir leid, dass der Sound jetzt ein bisschen leise ist. Aber ich will jetzt nicht nochmal SC drücken, damit das Ganze nochmal lädt. Ich werde es dann aber nachher im Renderprogramm einfach lauter machen. Ich hoffe, wenn ihr das Video jetzt anschaut, dass das Ganze dann besser ist, weil bei mir ist es schon sehr leise. Aber ihr habt ja gesehen vorher, ich habe auf ESC gedrückt und dann ging das nachher nicht mehr. Ah, übrigens, im Multiplayer gibt es solche Kästen, dann kann man das Licht ausmachen. Geht hier nicht ganz. Und das Streit zwischen Peck und Hannah, zwischen Irish und Hannah, der gefällt mir nicht so ganz gut, aber naja, da können wir wahrscheinlich nichts machen. Okay, wir sollen schießen. Oh, verdammt. Hätten wir jetzt schießen sollen nicht, oder? Ich glaube, der hat gesagt, nicht schießen oder so, ne? So. Oh, ich habe hier nicht sehr viel Deckung. Das ist nicht sehr schön. Okay, komm schon. Die Field of View finde ich sehr, sehr ungewohnt. Also im Multiplayer spiele ich glaube auf 90 oder sogar auf 110. Keine Ahnung, so um den Dreh, aber. Und wenn man dann auf einmal mit knapp 40 FOV Unterschied spielt, dann ist es natürlich schon extrem. Oh, hier kracht gleich, glaube ich, alles zusammen. Wow, nice. Ja, wartet mal. Hinten ist er noch. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Bevor ich hier wieder drauf gehe. Aber die Gegner sind gar nicht mal so gut, wie die unsere Squad das sagt. Finde ich jetzt mal. Ich spiele hier immer noch auf normal. Braucht das Ganze nicht schwer. Mir reicht das auf normal.
wenn ich das so